Bin mir sicher. Vandalismus. Warte. Halsverblödung. Öffnen wir die ganze Schose einmal. Was geht jetzt ab hier in der City? Was? Aha. Hier können wir nicht durch. Das sind nämlich unüberwindbare Panzersperren. Offensichtlich brauchen wir einen Code. Zack, something is still Ich habe es für einen Moment missing. tatsächlich gedacht, dass das klappt. What the fuck? So, wo geht's denn hier rein? Scheiße. So, jetzt Muss sein, das geht's Haus ist sehr fade designt. los. Ja, schon. Abchecken, wo es hier angeht. Erstmal die Geller. Wo war die Party heute? Aha. What the fuck? Ein bisschen grau alles hier. Aha. Welche Archivregale? Das ist eine Medaille, okay. Völlig, ja, irgendwo, irgendwann, irgendwas mal drin. Oh, ganz hinten wahrscheinlich. Tipp ich einfach mal. Einfach nur um dich zu trollen. Nee, da. Oh, Fleisch, Essen, Lachs, geiler Scheiß. Lachs, wer stellt da Lachs hin? Ja, wird da aufbewahrt in Elektronischen. Siehst du? Nachforschen, nicht einfach Optimismus und so, ne? Jetzt kommt es, jetzt da bestimmt, keine Ahnung, was drin. Optimieren. Tanz roter Schmetterlinge. Ein Baum mit roten Schmetterlingen. Sieht fast so aus, als würde es brennen. Okay. Na komm. Eine Auszeichnung. Yay. Toll! Hat sich ja voll gelohnt und Super! so. Voll geil, sagst du? So. Hier kann man nicht rein, okay. Also wieder hoch und die anderen abchecken. Agent York. Francis York Morgan. AKA FBI Agent. Francis York Morgan. So. Wir müssen immer noch, Lol. ach ja, ich kann ja auch schnell durch Türen gehen. Ganz vergessen, Junge. Ganz praktisch. Ja, in der Tat. In der Tat. In der Tat. Davon gibt es auch so eine 10 Minuten Version im Internet. Alberzin hilft, die Wachstumskurve ihrer Haare Ja, wieder zu verlängern. jetzt krass, what the fuck. Ja, genau, aber der hört halt wirklich raus. In der Tat, in der Tat, in der Tat, in der Tat, in der Tat. Attentat, Attentat, Attentat. Genau. Ist bei solchen Videos immer lustig, man hört dann immer noch als etwas anderes. Über nur noch Inder, ja. Hier hing ein Bild, auf dem Bild stand Tanzroter Schmetterlinge, aber das Bild selbst ist nirgends zu sehen. Das haben wir ja gerade gefunden, Der Inder tatsächlich. in der Inderin. I. Ist das hier? Herbstblätter, ein schönes Bild mit vier Bäumen in der. Kann es sein, dass die Bilder alle, die du da observieren kannst, alle rot sind und einen Rotstich haben? Ja, rot sind sie alle, aber. Also nur die du observieren kannst, sind rot. So. Offensichtlich. Oder haben eine Farbe rot an sich? Ja, und auch eine Zahl, weil vier Bäume, weil dann waren sechs Bäume. Jetzt habe ich aber nicht geguckt, wie viel die andere, das andere hat. Hast du es gesehen, Nima? Ich hätte nicht darauf geachtet, aber ich weiß, dass überall rot war halt. Ja gut, aber ich brauche halt drei Zahlen. Und die scheinen drei Dings zu sein. Drei Bilder. Ach so, so meinst du das? Ja. Und überall scheinen Bäume drauf zu sein. Verschiedene Anzahl an Bäumen. Stürm durch die Tür. Warte, geht der los. Da! Boom. Action-Nickel. Der größte Held meiner Welt. So, gucken wir mal nochmal.
Ah ja. Tanz roter Schmetterlinge. Ein Baum. Deshalb, da war nämlich keine Zahl. Ja, doch eins. Ja, ein Baum. Naja. Achso, okay, wenn du die Bäume zählen willst, mach doch. Naja, auf dem ersten waren es 6 Bäume, auf dem anderen waren es 4 Bäume und auf dem jetzt waren es ein, war es ein Baum. Jetzt stellt sich die Frage, wie die Reihenfolge ist. Wahrscheinlich vom Eingang nach unten oder umgekehrt. Na, ich würde erstmal lieber klein groß probieren. Und da vielleicht irgendwie. Oder. Ja, ist gut. Ist mir klar, dass es nicht geht. Ist okay. Also wir probieren es mal. Eins. Vier. Sechs. Zack, something is still missing. Mach mal in der Reihenfolge vom Eingang nach unten. Das wäre dann 4, 6, 1. No. Zack, something is still missing. We need more clues. Die Kombinationswürdigkeiten gibt es ja nicht, gibt ja nur 9 Stück. Ja, ja. Ich mach nochmal von groß zu klein. 6, 4, 1. Ha, Junge! Also halt. Weg Pro, oder was? Eins. Ja, steht ja keine Zahl. Du bist Noob, Junge. Du bist scheiße. Hä? Ich hab dir doch gesagt, dass es dann richtig ist. Ja, sicher! Ich hab dir hinterher geglaubt, dazu gesagt, dass er es klingt plausibel. Ja, ist ja schön. Aber du kennst das Spiel ja auch schon. Ja, tatsächlich, ich habe ein Rätsel, also kannst du den Ton knicken. Aber ich weiß noch ungefähr die Lösung. I can put it to far better use. I'm taking it with me, okay? That's fine by me then, as you wish. Aha. The FBI agent, Lohan. Right? Just wait a moment, please. I'll be right with you. Die klingt tatsächlich verstörerisch sexy. So there's no way you could have been at the scene of the crime. That's right. I was drinking at the bar with Nick until early morning. I'm sure if you ask him about it, he'll say the same. Sieht ein bisschen aus wie Madonna, aber würde reichen. I'll be sure to do that. One other thing, that argument with Carol just now. She's always like that. She thinks of me as an enemy. Always bickering at what I say. Is there any reason for that? Perhaps because someone she liked ended up with me in my bed? That would explain it, yes. Yes, but if I may be so bold, who was the lucky man? Oh, I sleep with anyone I wish. Anyone I prefer to sleep with. I guess she had her eye on one of them, but I don't know who it was. I could sleep with her. Oh my god! I'm flattered by your offer, but I don't think that would be appropriate. You're exactly the kind of woman a man in my job should never get involved with. Isn't that a shame, darling? Ja, bleibt aber hart. Das ist nicht wirklich gut. Alter Vater, Jörg, alter Vater. I'll be frank. Right now, you are not a suspect. But both Zack and I are certainly feeling shaky about you. If you want to remain in the clue, oh, Junge, wer ist Zack, Alter? Watch yourself from now on. Oh, you don't know, do you? Artists and art lovers, we love a good thrill. Thank you for your help. I have nothing further to ask you at the moment. Goodbye. Bye bye, baby. Bye bye to me. Bye bye, baby. Wie lange nehmen wir einen Schnauf? I will tell you that in just a little moment. Circa eine Stunde. Okay. Ich suche mir einen Speicherpunkt und dann, ne? Erstmal eine Aufnahme, Pöchchen. Genau so. Ah, da kam ein bisschen was mit hoch. Der speichert aber gerade schon. Stimmt. Umso besser. Da kommt trotzdem gerade was hoch. Ja, aber wahrscheinlich wird es sowieso eine Zwischensequenz kommen. Dose mit Tomatensauce. Kennt man ja. Einfach Dose auf und dann kommt die Scheiße. Alter, Vater. Tomato. Köder. Legendärer Wurf. Lol.
Ja, wie gesagt, man kann auch angeln mit verschiedenen Ködern. Nicht zu verwechseln. Sag ich doch, Zwischensequenz. Der legendäre Wurm. I had a chat with Diane. Der beste seiner Art. She said she was at the bar drinking with Nick at the time of the murder. We need to confirm her story. Let's talk to Nick at the diner. Very well, Agent Morgan. I have to head back to the department and clear up some paperwork. Go with Emily to the AG diner. Ja, ja, wir können noch nicht. Okay, sehr gerne. Wir können noch keine Pause machen. Können wir nicht. Gib mich nicht. Emily! Just as we suspected, Zack. Diane is the key to this case. I have a feeling she will lead us right to the criminal. Diane ist der Schlüssel des des Falles und er ist da. That's Kaysen. Na sowas. Looks like the show has just begun and it has an all-star cast. Und Emily ist der Schlüssel zum Glückchen. Musst du wieder reingehen oder was? Nee, wir müssen mit Emily jetzt zum Dings fahren, zum Diner. Warte mal. Weil die da gerade angefangen zu reden. Ja, und das ist doch. Ja, sie ist sehr schön. Modische Kleider als Uniform würden ihr besser stehen, Zack. Sollten wir noch reden? Suchen wir das Diner. Wir müssen schnell mit Nick und Olivia reden. Achso, Olivia. Sorry. Ja, wir müssen noch ganz andere Sachen machen, Emily. Noch ganz, ganz andere Sachen. Warte mal, ich stelle mich mal so daneben, dass wir hier ein gutes Bild haben. Verdammt. Verdammt. Das sieht wirklich scheiße aus. Egal. Das war's. Wir machen jetzt noch eine Aufnahmepause. Ich spare mir Emily für wann anders auch. Mein kleiner Schatz. Von daher, danke, dass du dabei warst. Kein Problem. Wir sehen uns... Ich hoffe, du hast nicht mit dem Schatz gerade nicht mich gemeint, sondern Emily. Ich würde dich niemals mit Schatz deklarieren das wollen. Das ist auch gut so. Würde ich niemals machen wollen. Jetzt, und damit ja, es ist nein, gut so. Ja, es ist so richtig so. Ich hab das nicht vor. Du bist für mich, keine Ahnung, eine Pestbeule oder ein Hühnerauge oder irgendwie, keine Ahnung, die Scheiße, die ich mir von der Schuhsohle schiebe, ja? Mhm. Aber nicht Schatz. Okay, das ist gut. Ja, in deinem Namen sage ich ebenfalls einmal, tschüss, vielen Dank, genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, wir sehen uns dann irgendwann wieder, keine Ahnung, hab den Zeitplan jetzt nicht im Kopf. Haut rein, tschüss.